Nun, ich habe gesagt, ich war vor einem Jahr hier und da habe ich über Psalm 90 gepredigt, gut vorbereitet auf die letzte Reise, also so fängt auch die heutige Predigt an, und dann Leben und Tod verstehen. Und wir fahren jetzt weiter in dieser Predigtreihe. Und mit einem neuen Thema, heute beschäftigen wir uns mit 1. Mose 48 und 49 und wollen zuschauen, wie Jakob gestorben ist. Daraus können wir einiges für unser Sterben ableiten, aber auch für das Leben. Und unsere Erkenntnisse aus der Bibel werde ich immer wieder mit praktischen Anwendungen anreichen aus einem sogenannten Letzte-Hilfe-Kurs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es von der reformierten Kirche, die bieten so Kurse an, Letzte-Hilfe-Kurse. Wie kann man sich auf das Sterben und auf das Ende und danach vorbereiten? Nun, diese beiden Predigen bilden eine Einheit. Also wenn du nicht mehr weißt, was ich letztes Jahr gepredigt habe, dann geh doch auf eure Homepage und hört das nochmals nach. Wir werden bei uns dann in Ephretikon nächsten Sonntag auch mit diesen beiden Predigten starten und dann noch weiterfahren unter dem Thema Endzeit, weil das hat auch mit Endzeit zu tun, das Ende unseres Lebens. Gut vorbereitet für die letzte Reise, Sterben leicht gemacht. Sterben leicht gemacht? Ist das nicht provokativ? Ja, unbedingt. Ich finde es gar nicht leicht zu sterben, obwohl ich mich auf das Danach wirklich freue. Aber sterben eventuell durch eine Krankheit, verbunden mit Leiden, Altersgebrechen oder eventuell auch ganz plötzlich ein Herzinfarkt oder ein Unfall. Also daran zu denken, das erfüllt mich mit einem mulmigen Gefühl. Da denke ich nicht so gerne dran. Darum habe ich Gott meinen Wunsch gesagt. Ich meine, man darf Gott ja seine Wünsche sagen. Und ich habe ihm gesagt, lieber Vater, ich bitte dich, lass mich doch einfach eines Tages einschlafen und am nächsten Morgen wache ich bei dir auf. Das ist mein Gebet. Das ist mein Wunsch. Ob Gott das erhört, ich weiß es nicht, aber ich finde es ein berechtigter Wunsch. Ich möchte mit einem Zitat weiterfahren von Fulbert Stefanski. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Und das hat viel mit unserem Leben zu tun. Das Sterben ist die Einsamkeit, die allen misslingt und mit der niemand fertig wird. Es ist die Stelle, an der alle Souveränität verloren geht. Der Tod, die letzte große Unverschämtheit des Lebens. Ihm kann ich nichts mehr entgegensetzen, keine Stärke, keine Tugend, kein Gleichmut. Ich selber werde mir nicht mehr helfen können. Ich werde wehrlos sein und ich muss mich ergeben. Es ist die Stelle meiner letzten und absoluten Bedürftigkeit. Könnte es sein, dass ich dort am meisten bei Gott bin, weil ich am wenigsten bei mir bin? Vielleicht bleibt das als letzte Lebensaufgabe, einsamer zu werden, loszulassen, was uns ausmacht und auf uns selber zu verzichten. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit in unserem Leben, im Leben eines Jüngers als Jesus loszulassen. Und ich merke, das ist ein Prozess, da bin ich das Leben lang am Üben, am Lernen, loslassen. Oder niemand weiß, wenn die Reise, die Zeit zu Ende geht, die Beschäftigung mit dem Thema Sterben, kann es uns leichter machen, einmal loszulassen und gelassener auf den Tod zuzugehen und eben auch das Wichtige im Vorfeld zu regeln. Der Tod ist ein Ticket nach Hause für mich als Christ und es ist one way, ein Weg, man kommt nicht wieder zurück. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du auf deiner Reise mitnimmst?
in Bezug auf den Tod, was du in deinen Rucksack hineinpackst? Oder was gehört in den Rucksack, wenn du an den Tod denkst, an dein Ableben? Wer sollte dich vielleicht begleiten in deinen letzten Stunden? Wer sollte vielleicht deine Beerdigung ausführen? Was wünschst du dir und was wünschst du nicht im Anblick des Todes, des Sterbens? Ich glaube, wer solche Fragen geklärt hat und schriftlich festgehalten hat, kann sich getrost auf die Reise machen. Der hat alles mit dabei. Der ist gut ausgerüstet. Und es fällt etwas leichter loszulassen und etwas leichter zu sterben. Ich möchte nun einsteigen in den Text 1. Mose 48 und 49. Wir schauen dem Jakob zu, wie er stirbt. Und ich sage das nochmals, Sterben leicht gemacht soll da unser Thema sein. Kurz zu Jakob. Vielleicht kennen ihn nicht alle so gut. Er war ein Nachkomme Isaaks und Rebekka. Und Isaak stammte wieder von Abraham ab. Und der Jakob hatte einen Bruder, den Esau. Die haben ja immer ein bisschen Streit gehabt miteinander. Und eines Tages stritt Gott mit Jakob. Und Jakob mit Gott natürlich. Und so wurde Jakob einen neuen Namen gegeben, nämlich Israel. Und Israel heißt nichts anderes als Gottstreiter. Gottstreiter. Jakob hatte 12 Söhne. Und der bekannteste ist wahrscheinlich der Josef. Der wurde hier nach Ägypten verkauft, hat dort eine steile Karriere hingelegt. Aber aus diesen 12 Söhnen stammen auch die 12 Stämme Israels ab. So viel als Vorbemerkung zu Jakob und jetzt steigen wir ein in die ersten 2 Verse. Nach einiger Zeit erhielt Josef, also sein Sohn, die Nachricht, dass sein Vater krank sei. Da nahm er seine beiden Söhne Manasse und Ephraim und machte sich auf den Weg. Als Jakob gesagt wurde, dein Sohn Josef ist da, nahm er all seine Kräfte zusammen und setzte sich im Bett auf. Jakob wurde krank. Das ist normal im Sterbeprozess, wenn wir nicht unvorhergesehen durch einen Unfall oder irgendetwas zu Tode kommen. Also Krankheit gehört zum Leben und zum Sterben dazu. Das ist ganz normal. Krankheiten, die zum Tod führen, können unterschiedliche Gesichter haben. Manchmal ist es dramatisch, relativ schnell, eine schwere Krankheit, ganz überraschend und in wenigen Tagen, Wochen, vielleicht Monate ist man tot. Es kann sich aber auch hinziehen, Jahre, Jahrzehnte, unterschiedliche Gesichter. Auch Jakob wurde krank. Josef erfährt davon, sein Sohn, und er besucht ihn mit seinen beiden Söhnen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Kinder in das Sterben unserer Angehörigen mit einzubeziehen. Oft probiert man, Kinder zu verschonen. Sie sollen sich doch nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Aber auch Kinder müssen die Gelegenheit haben, von ihren Großeltern, vielleicht sogar von ihren Eltern, Abschied nehmen zu können. Es ist wichtig für Kinder, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, um das Sterben der Angehörigen zu verarbeiten. Und es ist doch eigentlich ganz normal, über den Tod zu reden, obwohl ich merke, das ist es bei vielen nicht. Aber jeden Tag werden Menschen geboren und jeden Tag sterben Menschen. Und meines Wissens sind bis jetzt fast alle, ich sage fast alle, es gibt ein paar, die wurden entrückt, aber sind bis jetzt fast alle, die geboren wurden, auch wieder gestorben. Das Sterben ist etwas ganz Natürliches, Normales, als Folge des Sündenfalles. Aber es gehört zu unserem Leben.
Was wir auch sehen, Besuche bei kranken Menschen sollten gut geplant werden. Der Jakob musste alle seine Kraft zusammennehmen, dass er sich auf dem Bett noch aufsetzen konnte. Und deswegen besucht ältere Menschen, die krank sind, die im Sterben sind, lieber öfters, dafür nur kurz. Ich mache es oft so, wenn ich Menschen besuche, die im Sterben sind, ich frage, wie es ihnen geht, was sie gerade beschäftigt. Und manche können gar nicht mehr viel sprechen. Dann lese ich etwas aus der Bibel, bete für sie und dann gehe ich schon wieder. Es ist oft eine unheimliche Anstrengung für ältere Menschen, wenn sie besucht werden. Sie freuen sich, ja, aber sie haben nicht mehr die Kraft, um lange durchzuhalten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über die Wünsche, über das Sterben sprechen. Und dabei sollen ein paar Bereiche geklärt werden. Und ich habe dazu so ein Heft gemacht, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich sage nur ganz kurz, was da drin vorkommt und was man klären muss, und zwar nicht als alter Mensch, sondern schon als junger Mensch. Ganz kurz, Stichwort Patientenverfügung. In einer Patientenverfügung kannst du eine Vertrauensperson festlegen oder mehrere, die Entscheidungen treffen, wenn du so krank bist, dass du die Entscheidung nicht mehr selbst treffen kannst. Das ist wichtig, dann kommen plötzlich Entscheidungen. Soll man an die Maschine gehängt werden, noch weiter künstlich beatmet werden, künstlich ernährt werden oder will man das nicht? Man kann dort auch festhalten, welche medizinischen Maßnahmen gewünscht sind oder eben nicht gewünscht sind. Patientenverfügung, ich hoffe, du hast eine. Ist da, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Geht auch um Organspende dabei. Dann ein Vorsorgeauftrag. Etwas Zweites. Im Vorsorgeauftrag wird festgelegt, wer eine kranke Person vertritt, wenn sie selbst nicht mehr in der Lage ist, bei rechtlichen Fragen. Es geht dabei um Personensorge, also wo komme ich zum Beispiel in ein Heim, in welches Heim möchte ich, falls das nötig ist, oder in welches Spital. Es geht um Vermögenssorge, wer bezahlt die Rechnungen, wenn ich das nicht mehr kann. Das muss jemand machen. Und entweder macht es das KESB, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, die bestimmen dann einfach jemand, oder du kannst selbst jemand bestimmen, der das macht. Und es geht um Vertretung in rechtlichen Fragen, wenn vielleicht ein Haus verkauft werden muss oder irgendetwas. Ist das geregelt in deinem Leben? Oder schlittest du da einfach in etwas hinein und deine Angehörigen müssen dann gucken, wie sie zurechtkommen? Vorsorgeauftrag. Dann Testament, den meisten wahrscheinlich sehr bekannt. Vermögenswerte werden verteilt nach deinem Tod. Und dann auch letzte Wünsche und Anweisungen kannst du festhalten. Zum Beispiel, wo möchtest du sterben? Lieber zu Hause, in einem geeigneten Institut dafür. Welche palliative Betreuung möchtest du? Manche sagen, ich möchte keine Schmerzmittel. Andere sagen, ja, unbedingt, ich möchte auf keinen Fall leiden. Und, das kann man festlegen. Was passiert mit meinen unmündigen Kindern, falls du noch jünger bist? Was passiert, wenn du unerwartet stirbst? Als Ehepaar, auf einem Ausflug, ohne Kinder, die sind bei den Großeltern. Was passiert mit deinen unmündigen Kindern? Erwachsenenschutzbehörde guckt wieder, wo geht das hin? Vielleicht denkst du, ja, ich möchte aber unbedingt, dass unsere Kinder, wenn das mal passieren wollte, zu meinem Bruder kommen oder zu meiner Schwester oder wem auch immer. Wenn das nicht bekannt ist, die Erwachsenenschutzbehörde guckt einfach, wer ist geeignet. Okay, machen wir. Und so weiter. Man kann ganz vieles regeln in diesem kleinen Heft. Ich glaube, wenn diese formalen Planungsvorschriften, Planungsschritte vollzogen sind und wir die schon in jungen Jahren geregelt haben, dann sind wir befreit zum Sterben. Ich habe das Heft in meinem Rucksack. Ich weiß, meine Kinder wissen Bescheid, wo sie das finden, wenn ich mal sterbe. Und für mich ist das Thema wie erledigt. Ich mache mir da keine Gedanken mehr drüber. Also ich mache mir Gedanken drüber, weil ich immer wieder Vorträge halte zu dem Thema. Deswegen beschäftigt es mich immer wieder. Aber für mich persönlich ist die Sache erledigt. Es ist wie wenn eine,
Reise gut geplant ist, wir haben den Weg festgelegt, das Ziel ist klar, die Unterkünfte sind geplant und so weiter, da lässt sich's beruhigt reisen. Und es kommen nicht immer wieder Gedanken hoch, was passiert, wenn ich unerwartet sterbe, zu wem kommen meine Kinder, was ist, wenn ich verunfalle und im Koma liege, wer wird entscheiden, wie werden die Kinder das Haus aufteilen, wird es da Streit geben oder was passiert und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, über das Sterben und den Tod mit den Angehörigen, mit den Kindern zu reden. Fazit, kläre die formalen Planungsschritte und das Sterben fällt schon etwas leichter. Die Verse 3 bis 7. Er, Jakob, sagte zu Josef: Gott der Gewaltige erschien mir in Luz im Land Kanaan. Er segnete mich und sagte: Ich will dich fruchtbar machen und vermehren und dich zu einer ganzen Schar von Völkern machen. Und dieses Land will ich deinen Nachkommen für alle Zeit zum Besitz geben. Das hat er mir zugesagt. Sprung zu Vers 7. Und ich tue das deiner Mutter Rahel zuliebe. Sie starb, als ich aus Mesopotamien ins Land Kanaan zurückkam, kurz vor der Stadt Ephrat, und ich begrub sie dort am Wegrand. Ephrat heißt jetzt Bethlehem. Was macht hier Jakob? Jakob blickt zurück in seinem Leben. Unter anderem erinnern sich an die wichtigen Dinge. Und was ist wichtig in seinem Leben? Seine Verheißungen, die er bekommen hat. Also die Verheißungen von Gott. Dann spricht er von seiner Frau Rahel, die er beerdigen musste, weil sie gestorben ist. Er reflektiert nochmals wichtige Ereignisse in seinem Leben. Und er scheint mit all diesen Ereignissen im Frieden zu sein. Er freut sich über Gottes Verheißungen, über sein Wirken und seine Treue. Ich glaube, es ist enorm hilfreich, wenn wir im Leben immer wieder mal innehalten und auch zurückblicken und uns ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was hat Gott mir versprochen? In seinem Wort, da stehen ganz viele Verheißungen, Versprechen, die er uns gegeben hat. Oder wo wurde ich in letzter Zeit herausgefordert? Verletzt? Konnte ich vergeben? Oder sind da noch Dinge im Raum, die erledigt werden müssten im Falle, dass ich jetzt sterben würde? Aber da muss man nicht warten, oder bis man stirbt. Das sollte man möglichst bald erledigen. Oder wo mutet Gott mir Schweres zu? Was lerne ich daraus? Bin ich bereit, das anzunehmen? Und eine ganz wichtige Frage, bin ich mit Gott versöhnt? Mit mir selbst? Mit meinen Nächsten? Ich glaube, dass das Leben und dann auch das Sterben viel leichter fällt, wenn wir versöhnt leben. Es fällt uns viel leichter, das Gute zu sehen, das Positive, das Schöne, als wenn wir einen Rucksack mit Schwierigem mit uns tragen, Unversöhntheit mit uns tragen. Dann möchte ich dich einladen, schieb Konflikte, Unversöhntheiten, Herausforderungen nicht vor dir her. Geh sie möglichst bald an. Rede mit Gott darüber, rede mit den involvierten Menschen darüber und dann etwas ganz Wichtiges, suche nicht Gerechtigkeit, sondern Versöhnung. Ich sage das nochmals. Suche nicht Gerechtigkeit, sondern Versöhnung. Ich stelle bei uns Christen fest, wir Christen, wir sind oft sehr auf Gerechtigkeit aus. Aber schau, Gerechtigkeit gibt es nicht in dieser Welt. Das gibt es einmal im Himmel. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, Gott wird rächen und wir sollen die Rache ihm überlassen. Suche Versöhnung und nicht Gerechtigkeit. Ich glaube, versöhnte Menschen können fröhlich mit Gott leben, können sich im Leben zuwenden und sind auch ansteckend für andere Menschen. Menschen, die mit sich im Reinen sind, mit den Nächsten im Reinen sind. Ich möchte auch von diesem Text ein Fazit ziehen. Schau zurück in deinem Leben, suche die Versöhnung mit Gott, mit dir selbst und mit deinem Nächsten. Und das Sterben fällt schon wieder etwas leichter.
Nach dem Blick zurück blickt Jakob voraus. Jakobs Blick fiel auf Manasse und Ephraim, die Söhne Josefs. Wen bringst du damit? Fragte er Josef. Seine Augen waren altersschwach geworden und er konnte nicht mehr deutlich sehen. Es sind die Söhne, die Gott mir hier in Ägypten geschenkt hat, erwiderte Josef. Bring sie her, sagte Jakob. Ich will sie segnen. Jakob zog sie an sich, umarmte und küsste sie. Jakob blickte voraus, er blickte auf sein Erbe, seinen Sohn, seine Enkelsöhne. Und Jakob weiß, dass sein Erbe, die Verheißung Gottes, weitergehen wird. Das hört nicht mit ihm auf. Das Erbe geht weiter. Und ich möchte dich fragen, hast du dich schon mal gefragt, was gibst du weiter und an wen? Und ich meine jetzt nicht finanzielle Werte, sondern was für eine Berufung hast du bekommen? Was für Zusagen Gottes hast du bekommen? Was hast du gelehrt? Was hast du für ein geistliches Erbe im Laufe deines Lebens dir in den Rucksack gepackt, mit ganz viel kostbaren Schätzen? Und an wen gibst du das weiter? Oder stirbt deine ganze Erfahrung, all das, was Gott in dein Leben hineingesteckt hat, einfach mit dir aus? Das müssen nicht die eigenen Kinder sein oder Enkel. Aber du kannst vielleicht auch mal jüngere Menschen einladen zu dir nach Hause. Oder gehst mit ihnen golfen oder ich weiß nicht, was du so machst. Und erzählst aus deinem Leben, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Und ich sage euch etwas, jüngere Menschen, die hören gern Geschichten von älteren Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben. Das fasziniert jüngere Menschen, weil sie oft auf der Suche sind nach Gott. Gott hat dich geprägt, er hat dich auf diese Erde gestellt und ist mit dir einen Weg gegangen. Was gibst du von deinem geistlichen Erbe anderen weiter? Dann segnete er die Söhne Josefs und sagte, ich bete zu dem Gott, nach dessen Willen meine Väter Abraham und Isaak sich stets gerichtet haben. Ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirte mein Leben lang geführt und beschützt hat. Ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Er segne diese Kinder, damit mein Name und der Name meiner Väter Abraham und Isaak in ihnen und ihren Nachkommen fortlebe. Er lasse ihre Nachkommen zahlreich werden, damit sie das Land füllen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, für was der Jakob betet. Er stellt die Beziehung zum lebendigen Gott in den Mittelpunkt seines Gebetes. Darum geht es. Er spricht von Gehorsam seiner Vorfahren, auch von seinem eigenen, gegenüber Gott. Er spricht von Gottes Schutz, den er erfahren hatte, seine Führung. Er war wie ein Hirte für ihn. Er spricht von Gottes Rettung, die er in aller Not erlebt hat. Gott war immer bei ihm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist doch tröstend und ermutigend, wenn das Familienoberhaupt geht, der Jakob, und der verlässliche Gott bleibt. Oder Menschen gehen, das ist unweigerlich so. Aber der verlässliche Gott bleibt. Der Blick voraus hat mit dem Regeln letzter Dinge zu tun, da habe ich vorher schon ganz praktische Fragen angesprochen. Er hat aber auch mit einer weiteren Dimension zu tun, mit der Dimension Hoffnung. Oder als Christ habe ich eine Hoffnung. Ich weiß über bestimmte Dinge, die mich erwarten werden, in der Ewigkeit Bescheid. Und das gibt mir Hoffnung. Ich möchte ein paar wenige Beispiele machen. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu,
Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wow, oder? Wie beruhigend ist das, dass ich weiß, ich komme nicht mehr ins Endgericht, wo die Menschen verurteilt werden. Das steht hier. Er hat mir das ewige Leben gegeben und es kommt keine Verurteilung mehr auf mich zu. Auch wenn ich immer mal wieder versage. Keine Verurteilung, sondern das ewige Leben. Ich habe den Schritt vom Tod ins Leben getan. Als Christ, aber das ist nicht automatisch. Den Schritt musst du gehen. Wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, dann bist du unter der Verurteilung Gottes. Und du kannst so gut leben, wie du willst, das schaffst du nie, um Gott zu genügen. Du brauchst die Vergebung durch seinen Sohn Jesus Christus. Und du kannst den Schritt ins Leben gehen. Und es gibt keine Verurteilung. Ich weiß zum Beispiel auch aus 2. Korinther 5, dass es ein Preisgericht gibt für die Gläubigen. Also da werden Preise, Belohnungen verteilt. Der eine bekommt mehr, der andere weniger. Aber da geht es nicht um Verurteilung. Das ist das Preisgericht. Kann man nachlesen, 2. Korinther 5. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal darüber gepredigt, auch hier in Aarau. Und dann ein weiterer Augenöffner für die Zukunft. Offenbarung 21, Vers 1 bis 5. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also das Alte hier, das vergeht einmal. Neuer Himmel, neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Ich glaube, dass da die Gemeinde kommt, das neue Jerusalem, die Gemeinde. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk, seinen Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. In anderen Übersetzungen heißt es, Gott wird bei den Menschen zelten, bei ihnen wohnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Dem lebendigen Gott, den wir besungen haben, mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Größe. Wir können das nicht mal richtig erahnen. Und Gott wird in unserer Mitte sein, mitten drin. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Das erwarte ich. Und darum mache ich manchmal fast Luftsprünge, weil ich mich auf das freue. Auf das, nach dem Sterben, nach dem Tod, da freue ich mich extrem. Das wird uns umhauen, das wird so gewaltig sein. Er wird all ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Keine Schmerzen, keine Krankheit mehr, kein Leid. Danach sehne ich mich. Ich möchte auch hier ein Fazit ziehen. Blicke voraus in deinem Leben, gib dein Erbe rechtzeitig weiter, regle die letzten Dinge und lerne aufgrund der Bibel deine Zukunft kennen. Oder du freust dich umso mehr du aus der Bibel die Zukunft kennst. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Weil Gott spricht und weil er dir zeigen möchte, schau, das erwartet dich einmal. Freu dich drauf, pack das in deinen Rucksack. Erster Mose 49 sagt Gott zu seinem Volk, Jakob sagte, dann sagte er, ich sterbe jetzt. Gott wird euch beistehen und euch in das Land zurückbringen, das er euren Vorfahren versprochen hat. Jakob rief alle seine Söhne zu sich und sagte zu ihnen, kommt her, ich will euch wissen lassen, wie es euren Nachkommen ergehen wird. Und dann segnete er sie, gab letzte Anweisungen und zum Schluss heißt es, während Jakob seine Söhne diese letzten Anweisungen gab, saß er auf dem Rand des Bettes. Also er hat sich nochmal aufgerichtet, nochmal alle Kraft zusammengenommen. Und dann heißt es, nun hob er seine Füße aufs Bett und legte sich zurück. Und bald darauf starb er
und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Was für eine Geschichte, oder? Jakob ist mit Gott, mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen versöhnt. Es ist alles geregelt und er zieht sich aufs Bett, legt sich hin und stirbt. Sterben leicht gemacht, oder? Wenn der Jakob das kann, dann können wir das doch auch, oder? Ich meine, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Jesus ist bei uns. Ich möchte zum Schluss zwei Verse lesen aus Jesaja. Gott hat zu seinem Volk gesagt: Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Ich schütze dich in meiner siegreichen Hand. Und etwas später sagt er: Und ich bleibe derselbe in alle Zukunft, bis ihr alt und grau werdet. Bin ich es, der euch schleppt? Ich finde das ein ganz schönes Wort. Gott schleppt uns selbst im Alter. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch zukünftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Amen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns eine Zusage gibst, dass wir ein wunderbarer Aufenthaltsort für alle Ewigkeit bekommen. All jene, die mit dir unterwegs sind, die jetzt schon mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dich bitten, wenn Menschen heute hier sind, die dich noch nicht kennen, die noch nicht eine persönliche Beziehung mit dir haben, dass sie im Anschluss an diesen Gottesdienst auf jemanden zugehen und ihr Leben in deine Hand legen. Wirke du durch deinen Geist. Und ich möchte für all jene beten, die vielleicht Angst haben, Angst vor dem Sterben, Angst vor der Zukunft, die vielleicht auch eine schwere Krankheit haben. Ja, wir beten immer wieder um Heilung und manchmal heilst du auch, aber oft bleiben Krankheiten auch und irgendwann führen die Krankheiten zum Tod. Und danke, wissen wir, ist das nicht das Letzte, sondern wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Das ewige Leben hat jetzt schon begonnen und es wird einfach ein Durchgehen sein, wenn wir sterben und bei dir in der Ewigkeit werden wir ja, aufwachen, da sein. Danke vielmals, dürfen wir diese Hoffnung haben, diese Zuversicht. Amen.